In Istanbul begrüße ich unseren Reporter Jörg Brase. Sie haben die Mahnwache für uns beobachtet. Was ist Ihr Eindruck von dieser Veranstaltung? Also mein Eindruck war, dass man diese Veranstaltung genutzt hat für ein Plädoyer, dass dieses Verbrechen nicht in Vergessenheit geraten darf. Und man hat es auch genutzt, um noch mal auf Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt hinzuweisen, auch auf den Kampf gegen Pressefreiheit. Mir scheint, dass diese Veranstaltung organisiert und finanziert war von dem Vorstandsvorsitzenden von Amazon, Jeff Bezos. Auch der war heute hier anwesend, hat kurz gesprochen. Und auch ihm ging es offensichtlich darum, hier eine Veranstaltung zu organisieren, die sich dieser Themen Pressefreiheit, Menschenrechtsverletzungen, politische Morde, vom Staat organisierte politische Morde noch mal aufgreift. Es wurde dann nach der Mahnwache hier dann auch ein Gedenkstein enthüllt, ein Gedenkstein, der an den Mord an Jamal Khashoggi vor einem Jahr erinnern soll. Er ist aufgestellt worden auf einem öffentlichen Grundstück, auf einem Grünstreifen vor dem saudischen Konsulat. Und einer der Redner forderte auch, dass die saudische Regierung dieses Konsulat, dieses Haus der Öffentlichkeit der Türkei zurückgeben soll, damit daraus dann ein Museum werden könne, eine Gedenkstätte. Aber emotionaler Höhepunkt dieser Veranstaltung war sicherlich der Auftritt der Verlobten von Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz. Die sagte, dass die Liebe ihres Lebens ihr genommen worden sei. Und sie forderte, sie sagte, ich will, dass seine Leiche gefunden wird, dass seine sterblichen Überreste gefunden werden. Wir konnten ihn noch nicht begraben. Die Begräbnisgebete konnten noch nicht gesprochen werden. Und auch sie forderte der Gerechtigkeit und dass die Täter gefunden und bestraft werden. Tja, die Leiche von Khashoggi, die können ja nur die Saudis selber dann ja darbringen. Ist es denn nun zweifelhaft erwiesen, dass die saudische Regierung den Mord beauftragt hat? Und wenn ja, warum hat sie ihn ermorden lassen? Was war das Motiv? Ja, darüber wird natürlich spekuliert, aber es wurde auch hier wieder angeführt, wie viele Regimekritiker, auch kritische Journalisten in Saudi-Arabien in Haft sitzen. Und für die UN-Sonderberichterstatterin Agnes Kalamar ist praktisch erwiesen, dass es sich hier um einen Auftragsmord der saudischen Regierung gehandelt hat. Ihr wurden ja die Tonaufzeichnungen und auch die anderen Beweise zur Verfügung gestellt, die die türkische Regierung hier gesammelt hatte. Also im Prinzip ein Mithör-Abhörprotokoll aus dem saudischen Konsulat. Diese 15-köpfige Killertruppe, die hier eingetroffen ist in Istanbul, die Leute sind mittlerweile fast alle namentlich bekannt. Es handelt sich um Geheimdienstmitarbeiter oder Mitarbeiter des saudischen Geheimdienstes, um Sicherheitsleute, um einen Forensiker. Es wurden Gespräche abgehört, wo auch darüber diskutiert wurde, wie diese Informationen verarbeitet werden sollen. Der Forensiker sprach davon, was gleich für eine Arbeit auf ihn zukäme, und fragte dann, ob das Opfertier schon eingetroffen sei. Das war ungefähr 2 Minuten, bevor Khashoggi das Konsulat betreten hat. Also die Beweiskette ist mittlerweile recht eng, und es zweifelt kaum noch jemand daran, dass das zumindest mit Wissen, wenn nicht auf Befehl, da fehlt natürlich immer noch der letzte Beweis, aber zumindest mit Wissen der saudischen Führung passiert ist. Ja, da fragt man sich, welche Konsequenzen, welche juristischen und politischen Konsequenzen kann das denn für die saudische Regierung haben? Also was die juristischen Konsequenzen angeht, das muss man jetzt mal abwarten. Also Agnes Kalamar, die UN-Sonderberichterstatterin, sagte noch mal, dass es sich jetzt nicht um ein internationales Verbrechen handle, kein Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was zumindest die Hürde nehmen würde, dass der internationale Strafgerichtshof tätig werden könnte. Es befindet sich im Moment noch auf nationaler Ebene. Es sind 11 Männer festgenommen worden, die in Saudi-Arabien vor Gericht stehen. Es wird kritisiert, dass dieses Verfahren nicht transparent genug ist, dass es nicht öffentlich geführt wird. Ein wichtiger Medienberater des saudischen Kronprinzen, Saud al-Khatani, der ist flüchtig, der ist abgetaucht. Er soll der Mastermind dieser Aktion gewesen sein. Insofern, juristische Konsequenzen stehen in der Kritik immer noch. Was die politischen angeht, es hat Sanktionen gegeben. Internationale Regierungen üben Druck auf die saudische Führung aus. Die US-Regierung hat Sanktionen gegen einige Privatpersonen verhängt. Die deutsche
syrische Regierung, wir wissen, es hat Waffenlieferungen ausgesetzt. Auch hier heißt es nochmal, dadurch, dass dieses Verbrechen in der Öffentlichkeit gehalten wird, ist die politische Konsequenz vor allem die, dass die saudische Führung kaum noch reisen kann, egal wohin, ohne dass sie daran erinnert wird, dass dieser Fall Khashoggi immer noch seiner Aufklärung harrt, dass immer noch viele Frauen, aber auch viele Menschenrechtler, Kritiker, Regierungskritiker und Journalisten in Saudi-Arabien in Haft sitzen. Jörg Brase in Istanbul, ganz herzlichen Dank für diese Informationen und Ihre Einschätzungen.